hier im Stadion ist den Fans ein Riesenstein vom Herzen geplumpst, weil nach so langer Zeit haben wir mal wieder gewonnen, aber heute, glaube ich, mehr als verdient. Also anders kann man es nicht sagen, oder? Ja, absolut. Ich meine, das wievielte Spiel war es jetzt, wo wir keinen Sieg geholt haben. Heute ist es uns jetzt endlich mal gelungen. Ich muss ehrlich auch sein, ich habe das heute schon den ganzen Tag auch gespürt, dass es heute klingeln wird, weil die Mannschaft war heute irgendwie anders drauf als sonst. Wir haben uns viel vorgenommen, wir wussten, was Haching drauf hat. Ja, und ich glaube, die erste Halbzeit hat das ganz klar schon gezeigt, dass wir die bessere Mannschaft waren auf jeden Fall. Und ich glaube auch, dass wir das Spiel auch klar und deutlich in der ersten Halbzeit auch entscheiden konnten. Ja. Ja, und sowohl vorne als auch hinten, gerade bei dir in der Innenverteidigung, sehr griffig. Also viel Stiche haben die anderen nicht gesehen. Ja, wir wissen, was wir machen. Wir wissen, was wir machen müssen. Wir waren ganz gut in der Abstimmung hinten mit Rossi und mit Alex. Es herrschte klare Kommunikation. Jeder wusste seine Aufgabe und klar, die beiden Stürmer vorne von Haching haben uns auch nicht es einfach gemacht, aber das wussten wir. Da hilft halt nur heute, wer die besseren Zweikämpfe führt. Deswegen. Und ich glaube, das waren wir auf jeden Fall. Eine Szene hat die Zuschauer so ein bisschen irritiert, das 4-1, was Haugen gemacht hatte, das und auf einmal wird es zurückgenommen, obwohl der Schiedsrichter schon Tor gegeben hat. Wie habt ihr gesehen? Also wir waren verwundert, dass das Tor nicht gezählt hat. Ja, ich habe es auch im Nachhinein erst so mitbekommen, dass Haugen ihn da im Gesicht noch getroffen hat. Ja, alles schön gut, kann passieren, aber wenn der Schiedsrichter schon entschieden hat und wir gejubelt haben und in der dritten Liga gibt es kein VAR, dann glaube ich, ja. Ich glaube, da müsste man bei jeder Situation, ob abseits oder egal wen, da müssten die sich die Schiedsrichter immer zusammentun und es einmal durchquatschen. Aber ja, ist eigentlich auch egal. Wir haben gewonnen heute, das war das Wichtigste. Und ja, passiert. Ja. Ja. Heute ein bisschen jubeln, aber dann voller Fokus, weil die nächsten Spiele, die werden nicht einfacher. Und gerade Ingolstadt zu Hause, also es wird schon ein dickes Bett, was wir da bohren müssen. Ja klar, auf jeden Fall. Ich glaube, wir genießen jetzt noch den Abend, den restlichen Abend. Ab morgen heißt es auch wieder Regeneration. Das nächste Spiel ist am Sonntag. Kein einfacher Gegner. Aber diesen Schwung, diesen Elan von heute nehmen wir auf jeden Fall mit nach Ingolstadt. Dafür viel Erfolg. Danke. Mensch, Ruschi, 5.4.24, da war hier der letzte Sieg. Also wir Fans, wir wussten schon gar nicht mehr, wie sich das anfühlt. Aber ich muss sagen, fühlt sich richtig geil an. Ja, das fühlt sich sehr geil an. Unglaubliche Stimmung, hat richtig Bock gemacht und auf weitere Siege. Und vor allen Dingen hochverdient. Also man hat, glaube ich, zu keiner Zeit im Spiel das Gefühl gehabt, dieses Ding ziehen wir heute nicht. Nee, ich finde, wir haben sie gut im Griff gehabt, waren immer vorne gut drauf, waren gut in den Zweikämpfen, viele 50-50-Duelle auch gewonnen und gute Absicherung gehabt, dadurch auch wenig konteranfällig gewesen und ja. Alles geklappt. Und bei dir hat man auch gesehen, auch du hattest viel Spaß, hast dir auch viel nach vorne hin zugetraut. Ne? Und dann macht man hier noch das 1-0 in einem Stadion, das ist ein Hexenkessel. Also schöner geht's doch nicht. Schöner geht's nicht. Ja, ich habe schon in einem anderen Interview gesagt, dass man weiß gar nicht, wohin mit sich, wenn man Tor schießt. Man hat davon dauerhaft geträumt. Ja, Gänsehaut-Moment. Ist sowas auch im Training geübt? Also wusstest du, wo du hinlaufen sollst oder standest du einfach nur richtig? In dem Moment stand ich, glaube ich, einfach richtig. Also ich sollte dort ungefähr stehen. Ich sollte einen Spieler blocken. Hat dann eher nicht mit dem Block geklappt, sondern mit dem Kopf. Genau. Sowas nehmen wir dann auch gerne. Viele Ausflüge auch von dir nach vorne, viele Flanken. Aber auch das war, glaube ich, genau deine Aufgabe. Ja, genau. Also ich sollte Betrieb machen über die Außen, Flanken bringen, nach vorne anschieben. Und ich glaube, das hat gut geklappt. Gut. Dann darfst du heute mit den anderen noch ein bisschen feiern. Rossi hat schon gesagt, also jetzt schnelles Interview. Wir wollen hier ein bisschen Party machen und dann voller Fokus auf Ingolstadt. Ja, voller Fokus auf Ingolstadt, aber jetzt wird erstmal gefeiert. Gut. Dafür viel Spaß. Danke.